Wir sind Joko und Klaas. Moin. Hey. Und was ist? Ich find's mega, wie du die Mats anfängst. Ey, wir sind Joko und Klaas. Aber vollkommen egal. Ich bin gut drauf. Ich lasse mir die Laune von so einer Unprofessionalität von dir nicht versauen. Also, gut drauf bin ich auch. Und wir sollen ja heute nachdrehen. Wir dürfen das nicht so nennen, aus Markenrechtsschutzgründen. Aber es ist gemeint, damit ihr das schon mal wisst. Jetzt haben wir verloren. Ja, scheiße, in der Lampenschale machen wir das. Komm, ist doch jetzt alles egal. So, und wir wurden jetzt aber so jetzt angezogen und so auch angemalt. Ist auch egal, denn, darf ich sagen, warum wir so gut drauf sind? Warum sind wir so gut drauf? Es ist der letzte Dreh des Jahres. Ja. Und wir freuen uns ein wenig, weil wir natürlich das ganze Team jetzt noch mal sehen werden. Wir werden einen schönen Tag miteinander verbringen. Und wir würden gerne einfach diesen Tag und darauf auch vielleicht auch anstoßen darauf. Aber wir haben jeder eine eigene Flasche. Sollen wir anstoßen darauf, dass heute der letzte Tag des Jahres ist? Ja, Vorsicht, es knallt. Oh, nee, mach das nicht! Mach das nicht! Mach das nicht! Warum? Mach das nicht! Weil es da rauskommt! Was hast du? Das ganze der Alkohol kommt da raus. Ja, du vertraust mir gar nicht! Du hältst ja nicht mal die Hand drüber! Hör auf. Hast du Angst vor dem Plop? Ja, echt Angst vor dem Plop. Oh, fuck, du hast vollkommen recht. Es spritzt. Jetzt gib mir noch was an. Ja. So, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir uns einander haben. Ne? So, Prösterchen. Schmiddi! Joko, ich wollte nur fragen, seid ihr schon schwarz-weiß? Ja. Ja. Habt ihr euren Text gelernt? Ja, letzte Woche, alles gelernt. Ich hab den jetzt vorgestern geschickt. Ja, meine ich ja. Ihr habt euren Text gelernt, oder? Sicher. Ja. Habt ihr den Text gelernt? Ja, natürlich, wir haben alles gelernt. Wir sind super angezogen, wir haben sehr gut gelernt. Das ist eine ganz peinliche Nummer, wenn man den Klassiker da irgendwie so hin uns. Nein, aber im Leben nicht mit, hör mal zu jetzt. Wir sind gut drauf, wir werden deinen heiligen Klassiker da nicht vergeigen. Mach dir mal keine Sorgen, es ist alles gut. Wir sind einfach nur gut gelaunt, Herrgott. Also ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, cool, da freue ich mich auch. Alles klar, freue mich auch. Ja. Gut, dann bis gleich, ne? Bis gleich. Tschüss, Tommy, ciao. Ich hab schon lass mal ein bisschen Luft aus dem Glas hier. Der kleine Vampir. Boah, guck mal. Boah, ey. Das sieht ja schön aus. Hallo. Hallo. Guten Tag. Schick habt ihr euch gemacht. Ja, vielen Dank. Guckt euch das an. Das sieht doch mega aus, ne? Geil. Zeig mal. Also jetzt erschließt sich für euch vielleicht, warum ihr so geschminkt seid. Weil das ganze Set ist schwarz-weiß gemacht. Also wir werden nicht in der Kamera das machen. Boah, geil. Klaas, kommst du auch mal? Ja, warte. Oh, das ist rot. Was hast du da gefunden? Hast du das schon mal gesehen? Ja, aber das macht ihr ja erst später. Jetzt lass mal einmal kurz durchsprechen. Pino Grigio? Das ist immer doch kein Pino Grigio. Weil der wollte uns vergiften. Joko. Okay, alles ja, Moment. Klar. Habt ihr auch das Set mal gesehen? Ja, alles schwarz-weiß. Genau wie im Fernsehen. Ja. Wer möchte alles einen Gin Tonic? Sag mal, ein Gin Tonic. Ihr müsst jetzt nicht einen Gin Tonic. Also, wenn einer einen Grund zu feiern. Das ist der letzte Dreh des Jahres. Normalerweise trinkt man nach dem letzten Dreh des Jahres. Aber habt ihr den Text gelernt? Sag mal ehrlich. Ja, ich kann euch hören. Also vielen Dank für das wunderbare Jahr an euch alle. Wir sind Joko und Klaas. Prost, da drauf, besser wird's nicht. Okay, also. Der grobe Ablauf ist euch klar. Die Runde besteht ja aus der Begrüßung von Steven. Und dann geht es Steven los. Ist da. Steven ist auch da, ja. Wo ist Steven? Wo ist er denn? Der ist jetzt noch in der Maske, der muss ja auch. Das war einmal in Steven, einmal Hallo. Können wir jetzt erstmal, sollen wir nicht mal sagen, dass Steven da mitkommt? Der kommt doch eh, wenn er geschminkt ist. Wir holen ihn doch her jetzt. Was so? Wir können mal eben halten. Können wir das jetzt kommen, wir einmal kurz Hallo sagen. Warum? Weil wir gute Gastgeber sind? Ja, der kommt doch gleich hier hin. Das ist jetzt rein. Joko, wir müssen gleich sehen. Ja, Steven! Hallo. Na? Sieht aber auch gut aus. Ist, Steven ist fertig. Reicht doch so, komm mit. Das ist doch gut genug, Mann. Die Idee kommt doch rüber. Steven ist doch in Ordnung, jetzt reicht das doch. Ist doch nicht Mariah Carey, das ist Steven Gietje. Der muss jetzt nicht 2 Stunden in der Maske sein. Aber jetzt lass ihn doch mal fertig schminken. Was soll das? Mach hier doch nicht so ein Heckmeck. Wenn wir das so in die Länge ziehen, dann wird das aber auch der erste Dreh des nächsten Jahres. Was heißt in die Länge, ey? Wir sind seit 10 Minuten. Los geht's. Ich hätte noch eine Sache. Steven ist noch nicht fertig geschminkt. Guck mal, aber guck mal, in dem Licht fällt es jetzt schon gar nicht mehr so krass auf. Kung Fu Panda. Okay. Komm. Wir müssen anstoßen. Joko, bitte, jetzt reiß mal zusammen. Die gute Meine Hose rutscht, aber ist nicht schlimm. Komm, wir gehen mal ins Set, wir müssen noch einmal anstoßen. Warum ist der denn jetzt anstoßen? Weil der Steven da ist. Oh
Was soll das denn jetzt? Das ist doch für später. Das muss ja jetzt. Aber wir haben doch wohl genug da. Bitte, jetzt hört mal zu. Alabama, bitte. Alabama um 11 Uhr morgens. Ja. Wir haben den Auftrag, hier den TV-Klassiker schlecht hinzumachen. Die drehen eine Dokumentation über unser Leben. Oh, Leute. Jetzt hört doch mal, zu. Ich will die Laune auch nicht verderben. Ja. So, wir drehen. Kannst du jetzt mal verstehen, wie ich mich fühle normalerweise? Jetzt fang du doch nicht noch an. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Du musst jetzt in unserem Maul. Ist ja wirklich verrückt. Guck mal, wie blöd mein Hals aussieht. Können wir jetzt mal eben einmal Thomas bitte zuhören? Er will das besprechen jetzt. Okay, nur hören wir zu. So, jeder von 80 Millionen Deutschen kennt diesen Klassiker. Es weiß also jeder, wenn der Text nicht stimmt, wenn die Gesten nicht stimmen. Also haltet euch ans Skript, haltet euch an die... Ey, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben nicht eine Sekunde gedreht und du wirfst uns Dinge vor, die wir noch gar nicht falsch gemacht haben. Hab ich doch gar nicht. Nur weil wir ein bisschen gut gelaunt hier ankommen. Du unterstellst uns, als wenn wir unvorbereitet wären. Nein, ich habe die ganze Zeit dafür gesorgt, dass alle ihr Maul halten, dass du deine Ansage machen kannst. Aber ich lasse mir nicht Dinge vorwerfen, die in der Zukunft vielleicht über solche Sachen. Steven. Ja, ich bin da. Ja. Also, wir fangen so an. Du bist ja der Ansager, du erklärst ein bisschen das Setting. Genau. Das heißt, du stehst fertig. Jakob, jetzt nervst du dir auch. Ich sag ihm doch, er soll den Tisch fertig. Du brichst. Jetzt lass doch einmal das ordentlich erklären. Was habt ihr hier für einen Junkie-Streit, ey? Steven wird ungefähr hier ins Bild treten und wird so ein bisschen die Situation, das Grundsetting von diesem Sketch. Genau, alles. Du liest deinen Text und ohne Schnitt gehst du aus dem Bild raus. Ja. Die Kamera schwenkt rüber zur Bar. Da steht Joko und bereitet das Abendmahl vor. Ich habe nicht das Abendmahl vorbereitet. So, also du stehst hier an der Bar, bereitest die Teller hier vor und gehst mit diesen Tellern hier rüber und deckst den Tisch. Du läufst da einmal rum. Wer sitzt denn da, Joko? Mr. Pomeroy. Ja, das ist richtig. Sehr das gut. Stimmt. Okay, ihr könnt's, ja? Lass da jetzt einfach an. Okay, bevor wir jetzt starten, möchte ich auch noch mal kurz das Wort ergreifen. Das Wort, du hast doch schon mehrfach das Wort ergriffen. Möchte einfach das Wort ergreifen. Vielen Dank für das tolle Jahr, was hinter uns liegt. Joko und ich würden jetzt praktisch als Zeichen unserer Dankbarkeit in eurem Namen einmal anstoßen für euch alle. Okay? Das machen wir. Woo! Woo! Stimmung! Wir lassen es einfach geschehen, ne? Gin Tonic. Ja, aber wo ist denn der Tonic? Ist gerade mit den Zähnen aufgemacht. Ja, hier ist kein Öffner. Warum trinkst du ihn mit? Ach doch, da ist er. Nein, weil, aber ihr habt ja gesagt, also, wir stoßen auf euch, alle an. Ein tolles Jahr 2021. Es war global gesehen, gab es bessere Jahre, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Prost auf die nächsten Jahre, dass sie genauso toll sein werden, wie ihr das denn. Okay, können wir? Geh du mal auf die Treppe hoch. Das ist West Coast. Joko, du gehst an die Bar. Ich stelle mein Glas. Wir fangen an. Nee, ich muss sagen. Glas, wie ist der schon Glas, bist du bereit? Jo. Okay, Joko. Bist du bereit? Ich bin ready. Nochmal zur Erinnerung, es ist ein One-Take, das heißt, es gibt keinen Schnitt. Ja? Ja. Wir fangen an, okay? Leute, was ist hier los? Geh los, geh los. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Und bitte. Verehrtes Publikum, meine Damen und Herren. Da Joko und Klaas gegen ProSieben verloren haben, werden sie gleich hier auf der Bühne hinter mir den Klassiker des Silvester-Fernsehprogramms neu aufstellen. Das macht er super. Miss Sophie hat ihre vier besten Freunde zu einem Geburtstagsdinner eingeladen. Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pomeroy und Mr. Winterbot. Weil Miss Sophie ihre Freunde aber leider längst überlebt hat, werden sie beim Dinner durch ihren Butler James vertreten. Genauso machen sie es schon seit 25 Jahren. Immer nach dem Motto, the same procedure as every year. Jawohl. Und jetzt viel Spaß bei Silvester für eins mit Joko und Klaas. Steven, hast du schön gemacht. Du, hä? Ja. Cut. Joko, was soll das? Ich wollte Steven kurz Danke sagen, der geht doch jetzt. Warum sagst du ihm jetzt Danke? Also weil er jetzt geht und dann kann ich ihm nicht mehr Tschüss sagen. Es ist ein One-Take. Wir machen das ohne Schnitt. Du musst da weitermachen. Du musst den Tisch decken. Ich hatte einfach, wir sehen uns nicht mehr. Schreib ihm eine SMS. Wir fangen noch mal an. Noch mal auf Anfang, bitte. Wir fangen noch mal an. Ach, du brauchst das Glas. Also noch mal, es gibt keinen Schnitt. Nachdem Steven abgegangen ist, beginnt die Szene. Joko, check. Super. Okay, Kamera. Ich muss aufstoßen von dem Sekt. Und bitte.
Verehrtes Publikum, meine Damen und Herren. Muss man den Text hier? Weil Miss Sophie ihre Freunde aber leider längst überlebt hat, werden sie beim Dinner durch ihren Butler James vertreten. Cut, sorry. Joko, willst du mich verarschen? Ey Leute, ich habe hier zwei Teller stehen, da sitzen vier Menschen, fünf Menschen. Wie soll ich das denn professionell vorstellen? Jetzt lass doch Steven seinen Text. Nein, er muss doch den Tisch decken. Das geht doch nicht, wenn er schon gedeckt ist. Der ist doch schon gedeckt, das ist ein Fehler im System. Er muss doch seine Teller nehmen. Er soll die zwei Teller hinstellen und er soll natürlich nicht in die Szene von Steven reinlatschen. Ja, dann mach doch mal klare Ansagen, Alter. Entschuldigung, Steven. Die zwei Teller, gut. Die du hast. Er hat jetzt gerade nur gewollt, dass es am Ende nicht schief geht, weil er gerade schon Ärger gekriegt hat. Das war aber nett. Ich finde nicht gut, wenn ihr ihn einfach so anmacht, nur weil ihr irgendwie Stress habt. Ihr habt das nicht vernünftig erklärt. Nochmal? Kann ich nochmal einen Hinweis nochmal geben? Das ganze Gelaber davon, Steve, am Anfang, ne? Das ist ein bisschen lang. Ich kriege einen Herzinfarkt. Was wünschst du dir? Ein Satz. Hier, hallo. Aber darf ich Hallo sagen? Sag hier, Joko, Klaas, den Mann. Ciao. Nee, sag nicht den, du bist mir die ganze Zeit piepsen. Du hast es perfekt gemacht. Okay. Du bist hier der Hoffnungsschimmer. Verehrtes Publikum, meine Damen und Herren, da Joko und Klaas gegen ProSieben verloren haben, Steven, werden sie gleich hier schneller, auf. Komm. Miss Sophie hat ihre vier besten Freunde zu einem Geburtstagsdinner eingeladen. Kannst du hinmachen, bitte? Es hört sich niemand an. Es hört niemand bis zu... Ich denke im Sinne des Senders. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit Silvester für eins mit Joko und Klaas. Geht doch. Danke, Steven. Genau einen Teller hingestellt. Good evening, Miss Sophie. Good evening, James. How are we today? I'm feeling much better today. That's very nice. Oh, I see that everything looks very nice. Yes, I've prepared like you wished for all of the guests. So, will there be the same guests as every year, James? Yes, same procedure as every year, Miss Sophie. Who's sitting, for example, there? And over here, we have Admiral Snyder. And like every year, Mr. Pomeroy. And as you wish, your very best, dear friend, Mr. Winterbottom, right next to you, right as you deserve. You may serve the first course. Perfect. Let's get it done. Klaas, nicht außerhalb vom Set gucken, bitte. Boah, Alter, ich hab die Lampen, ey. Miss Sophie, you look wonderful tonight, and I'm very pleased to have a drink with you. Okay, cut, danke. Also ich habe aber auch einen Fehler gemacht, weil er hat so eine hohe Stimme, die habe ich nicht gemacht. Ja. Trotzdem, einen Vorschlag, sollen wir vielleicht die alkoholischen Getränke austauschen, dass wir vielleicht Wasser nehmen oder Apfelsaft. Wer hat die Alkohol getrunken? Bringt gar nichts. Warum? Weil ich das sage. Naja, aber es ist schon so, Joko, ich meine, du hast jetzt hier vier Gläser und das ist einfach vielleicht zu viel. Ne? Okay, ich würde vorschlagen, wir fangen noch mal mit dem Gong an. Gehst du noch mal auf Anfang? Okay, seid ihr bereit? Können wir? Ja, Sekunde. Frank, komm aus dem Set, bitte. Sekunde eben. Wir müssen uns jetzt echt benehmen. Ja, gebt ihr Stimmung. Okay? Abo, gebt. Da ist auch kein Feuer im Ofen, ne? Ist das eine Metapher? Was filmt Frank denn? Ich muss mich gerade so zusammenreißen. Okay, können wir Frank aus dem Set? Ich muss auch mit so lachen. Ich liebe es, wenn du lachst. Klaas, versteck dich bitte. Ja, ich kann doch nicht. Hallo? Okay, Kamera. Wir müssen ein Feuer im Ofen machen. Oder Feuer im Ofen. Wisst ihr? Versteht ihr? Okay, Kamera. Kommt kein Pflaumen und Knossi noch? Nee. Warum nicht? Und bitte. Good evening, Miss Sophie. Good. Warum kommt Miss Sophie schon besoffen die Treppe runter? Ja, Entschuldigung. That escalated quickly. Kamera läuft noch? Ja. Und bitte.
Good evening, Miss Sophie. Good evening, James. How are we today? I'm feeling much better. That's very, very nice of you. Oh, everything looks very nice. Yes, it is indeed. I'd love to have a drink with you. Okay, if you may, clamp my glass. Nicht anstoßen. Is Admiral von Schneider also there? Absolutely, Admiral von Schneider is here. Must I? Please, James. Es hat keinen Sinn. Doch, das bitte jetzt nicht. Who else is on the table? Miss Pomeroy is very happy to be here today. Miss Sophie, very happy to see you too. You look beautiful tonight. Mr. Winterbottom, are you there? Yes, ma'am. I'm here and I'm very, very happy to see you. Warum ist das ein perverser Triebtäter? No, we don't. We're not allowed. You nasty old. I wish you all the best. Es ist so beschissen. I've got some beautiful soup for you. You want some more? So macht er. Miss Sophie macht so, wie Michael Schumacher nach dem Formel 1 Rennen. Thank you so much. You're welcome. Oh, Cut, danke. Ja, ja. Falsch rum. Ich hab geschnallt, ihr seid ein bisschen angedrungen. Auf jeden Fall. Das können wir. Kein Geheimnis mehr daraus. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich bin wohl ein bisschen angetütert. Aber das steht wirklich unserem Projekt in keinster Weise im Wege. Wulewup Kartoffelsup. Einfach weiter, einfach weiter. Ich muss mal Pippi. Ich muss einmal kurz auf Klo. Okay, ciao. Joko? Ich lass kurz laufen. Lass laufen, er geht auf. Film mich nicht. Und was sollen wir so lange jetzt filmen? Ja, ich könnte so lange weiterspielen. Was willst du denn da weiterspielen? Joko ist nicht wir da. Wir machen Generic Shots. Die könnt ihr reinschneiden, wann ihr das für richtig haltet. Lass einfach gestehen. Lass einfach gestehen, das wird in den Müll geschmissen, bevor es überhaupt in den Schnittplatz kommt. Joko. Ich mache uns einen Negroni. Okay, ey Leute, wir machen eben Mittagspause. Wir machen jetzt noch wir machen keine Mittagspause. Wir haben noch keine einzige Szene gedreht. Das ist falsch. Wir sitzen noch morgen Nacht da. Das ist falsch. Ihr geht mal kurz an die frische Luft, ihr trinkt mal Wasser. Du weißt, dass in einem Zustand, wie ich es habe, frische Luft ist der ICE. Nein, ist wirklich um den Alkohol dahin zu bringen, wo er hin soll. ICE Joko Winterscheid fährt in den Bahnhof ein und da ist er schon. Joko? Yes! Hast du deinen Negroni bereit, dass wir noch mal eine Runde machen können? Wollt ihr auch eine Runde Negroni? Nee, danke. Später vielleicht. Vielleicht sagen wir den jetzt noch mal loben noch mal und dann. Also pass auf, wir haben Hoffnung, dass wir eins durchkriegen, ne, damit wir es irgendwie zu Ende bringen. Ihr sagt euren Signature-Satz, same procedure as every year. Und das Schöne ist ja, ne, also im Grunde James und Sophie sind ein Paar, ne, die gehen dann zusammen hoch. Ja. Schmitty, hast du es gehört? Du bist mein Freund. Oh, danke, das ist lieb. Ich finde das wirklich toll, weil du bist immer so professionell. Was wären wir nur ohne dich?
Gut. Wir machen jetzt hier noch eine Runde, ich mache noch eine Runde und dann gehen wir schlafen. Und die Blumenvase. Ich wollte nur sagen, danke. Bitte. Danke für alles. Sehr gern. Finde ich gut, der Negroni? Der ist zu bitter. Ja. Okay, komm, bitte. Einmal versuchen wir es noch, dann haben wir ein paar Sachen im Kasten, das machen wir im Schnitt alles schön. Okay, los geht's. Ey, jetzt ganz im Ernst, ne? Jetzt reißt euch bitte noch eine Runde zusammen, dann haben wir es im Grunde auch, ne? Okay, los geht's. Sir Toby is in the mood to drink with you. Skull. Admiral von Snyder, can't wait to get hammered. Auf dich. Masai. Please. Mr. Pomeroy is in a very good mood tonight, and you're a very happy place to be, and I'm happy here. Is really? Mr. Winterbottom is, more than delighted to be a guest of your party again, and we have very places to maybe see us next week. What do we have here? So, Miss Sophie, I think it's going time to go to bed. Same procedure as last year. Same procedure as every year, James. I forget. Trink aus, ich will bumsen. Let's fuck. Das ist ein trauriger Tag für die Unterhaltungsindustrie. Und jetzt verbeugen Sie sich. Nicht dein Ernst. Okay. Einmal zusammen. Happy New Year! So, wir müssen jetzt nach Hause. Ich noch einen Vorschlag, was wir ProSieben sagen, was sie da jetzt gekauft haben. Sag Ihnen ganz liebe Grüße von Joko und Klaas. Ganz liebe Grüße von uns. Gut. Ja, dann vielen Dank für euren Input. Aber für denkt ihr dran, die ganz lieben Grüße auszurichten. Das klingt immer wie eine Floskel, so grüß mal lieb. Aber wir meinen das wirklich so. Ja. Grüß mal ganz lieb. Lieb mal bei ProSieben. Ich glaube, ihr könnt den Taxi rufen jetzt. Ja. Ja. Komm. Meine Hand. Danke, Klaas. Auf mit dem Daumen meine Hand zu streicheln. Tu ich das? Ja. Okay. Alte Gewohnheit.